Bei Christina Luft steht nach den aufregenden Wochen bei Let's Dance große Veränderungen an. Bei Christina Luft stand in den vergangenen Monaten alles im Zeichen von Let's Dance. Seit Februar war die Tänzerin vor und hinter der Kamera für die Show aktiv. Erst vor rund zwei Wochen endete ihr Engagement für die Show mit der Profi Challenge, bei der sie zusammen mit Kollegin Isabel Edvardsson auftrat. Christina Luft und Luca Henny bereiten ihren Umzug vor. Wie anstrengend die vergangenen Wochen für den Profi waren, zeigte sich auch darin, dass Christina Luft sich von einer Erkältung zur anderen schleppte und sich kurz vor dem Ende der Staffel auch noch einen Bänderriss zuzog. Nun geht es bei der 33-jährigen aber endlich wieder bei Kauf und sie kann sich gemeinsam mit ihrem Verlobten Luca Henny voll. Und ganz auf das nächste Großprojekt konzentrieren. Ihr Haus. Zuletzt hatten die beiden Stars eher ein Geheimnis daraus gemacht. Wie es beim Bau ihres neuen Zuhauses vorangeht, doch vor kurzem dann die Überraschung. Der Einzug steht kurz bevor. Christina Luft. Abschied von altem Zuhause. In ersten Aufnahmen zeigten Luca und Christina den Fans bei Instagram kleine Einblicke in das Haus und teilten zum Beispiel den traumhaften Ausblick, den sie bald genießen können. Das nächste Kapitel Schlüssel rotes Herz. Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist. Zwei erhobene Handflächen der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes, so der Kommentar zu den Fotos. Bevor es allerdings wirklich in die neuen vier Wände geht, steht für das Paar noch ein Abschied bevor, und zwar von ihrer früheren Bleibe in der Schweiz. In ihrer Instagram-Story zeigt die Tänzerin aktuell, dass derzeit fleißig Kartons gepackt werden. And it's that time again. Deutsch. Es ist wieder diese Zeit. Schreibt Christina zu einem Bild ihres bisherigen Wohnzimmers, in dem sich die Umzugskartons schon stapeln. Bis zum endgültigen Einzug kann es also nicht mehr lange dauern, und dann dürfen sich die Fans auf weitere Einblicke ihres Traumhauses gefasst machen.